Larisa Polishuk, Ukraine. Wir sind in Kiew, die Hauptstadt der Ukraine. Kiew wurde 500 Jahre lang von den Türken regiert. Die russische Herrschaft, der sie lange Zeit ausgesetzt war, ist hier stark fühlbar. Trotzdem ist sie eine hübsche, grüne, europäische Stadt. Einst war sie eine der führenden Kulturstädte Europas. Heute herrscht hier Chaos durch politische Kämpfe und wütende Menschenmengen. Eine Brandstätte, wo Menschenrechte aufgehoben wurden, Menschen nach ihren Rechten suchen, in Dunkelheit verlassene Menschen leben, die sich bestenfalls nur ändern. Streitkräfte, die das Menschenleben ignorieren, und Staatsführer, für die die Regierung wichtiger ist als das Menschenleben. Меня зовут Лариса Полищук, исламского имени у меня нет пока еще. Ислам я приняла не так давно. Я из Украины. Mein Name ist Лариса Полищук. Ich konvertierte vor kurzem zum Islam. Ich komme aus der Ukraine und das ist meine liebe Heimatstadt Kiew. Ich bin in einem kleinen Dorf geboren. Mein Bruder ist 3,5 Jahre älter als ich. Meine Mutter und mein Vater sind im gleichen Alter. Sie haben uns mit viel Liebe und Respekt aufgezogen. Meine Großmutter lebte mit uns. Durch sie habe ich den Islam kennengelernt. Eigentlich erzählte sie mir nicht direkt über den Islam, sondern dass es nur einen Gott gibt, den wir anbeten sollen. Wir waren eine arme, aber sehr große Familie. Doch wir waren sehr glücklich. Das Geld und das Vermögen, das wir nachher verdient haben, betrachte ich jetzt ganz anders. Für alle Möglichkeiten, die mir zur Verfügung gestellt wurden und für alles, was ich verdient habe, bin ich sehr dankbar. Unsere Schule war 7 Kilometer von unserem Wohnort entfernt. Trotzdem sind wir jeden Morgen zur Schule gelaufen. Meine Eltern haben für uns gearbeitet und ich habe die Schule mit Erfolg abgeschlossen. Denn ich wollte zur Uni gehen, damit meine Eltern stolz auf mich sind. Meine Eltern sind nicht zur Uni gegangen. Doch sie haben sich sehr bemüht, dass ich und mein Bruder studieren. Jeder Mensch sollte in der Lage sein, für seine Familie zu sorgen. Daher war die Uni sehr wichtig für uns. Hier ist Kiew. Larisa Polishuk wurde in einer kleinen Stadt in der Ukraine geboren. Das Chaos bekam sie dort nicht mit. Ihre Familie war ziemlich arm. Larisa verbrachte eine gewöhnliche Kindheit und verwickelte sich nicht in Wustelei wie andere. Durch die Gnade Allahs lernte sie den Islam kennen und wurde Muslime. Hören wir nun, was sie alles auf dieser glücklichen Reise erlebt hat.
habe viele Erinnerungen mit meiner Familie. Im Allgemeinen waren wir immer sehr glücklich. Meine Eltern stellten uns alle Möglichkeiten zur Verfügung, die sie hatten. Obwohl sie Christen sind, sind sie ein Beispiel für die Familie, die ich in Zukunft gründen werde. Sie haben immer Dialog zueinander. Ich habe nie gesehen, dass sie sich gestritten haben. Ohne die Erlaubnis meines Vaters konnte meine Mutter nichts unternehmen. Auch mein Vater tat nichts, ohne es vorher meiner Mutter zu sagen. Abends saßen wir zusammen und erzählten, was wir tagsüber erlebt haben. Und natürlich auch unsere Pläne für morgen. Ich erinnere mich oft an diese Tage. Am Abend sprachen wir darüber, wer am meisten gute Dinge getan hat. Wir waren immer in einem Wettbewerb mit meinem Bruder. Wer am meisten gute Dinge getan hat, wurde von Mutter und Vater gratuliert. Sie haben uns immer gefördert, gute Dinge zu tun. Ich hatte nicht viele Freunde in der Schule. Ich durfte nur mit Mädchen befreundet sein. Wir waren drei Freundinnen. Manchmal gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen uns. Meine Armut verhinderte viele Dinge. Zum Beispiel hatte ich keine Spielzeuge. Spielzeuge, die uns unsere Verwandten schenkten, haben wir mit meinem Bruder geteilt. Ich spielte mit dem oberen Teil und mein Bruder spielte mit dem unteren Teil des Spielzeugs. Trotzdem haben wir eine sehr glückliche Kindheit verbracht. Wir bastelten Spielzeuge aus Heften und Büchern. Wir veranstalteten Wettbewerbe mit meinen Freunden, zum Beispiel wer die meisten Bücher aus der Bibliothek liest. Und nachdem wir sie gelesen haben, erzählten wir sie. Wir haben immer versucht, unser Gedächtnis und unsere Informationsquelle frisch zu halten. Als ich ein Kind war, wollte ich Ärztin werden. Leider konnte ich nicht zur medizinischen Fakultät gehen. Jetzt unterrichte ich an der Schule Englisch, Russisch und Ukrainisch. Larissa denkt und forscht ununterbrochen. Dieser Aspekt spielt eine wichtige Rolle in ihrer Herangehensweise an den Islam. Sie erkennt, dass der Islam, der ihnen in der Schule beigebracht wurde, eine voreingenommene Auffassung ist. Um die Wahrheit herauszufinden, beginnt sie zu recherchieren. Die Schule habe ich mit Auszeichnung und mein Studium mit Erfolg abgeschlossen. Auch als Studentin führte ich, abgesehen von anderen Mädchen, immer ein ruhigeres Leben. Die Fakultät für Lehrerbildung war eine Fakultät, die hauptsächlich von Mädchen bevorzugt wurde. Wir waren 120 Studierende und nur zwei davon waren Jungs. Ich musste sehr hart üben, um mein Studium erfolgreich abschließen zu können. In meiner Freizeit habe ich daher entweder geübt oder Bücher gelesen. In diesen Jahren habe ich hauptsächlich nur gelesen, recherchiert und nachgedacht. Im dritten Lehrjahr hatten wir auf der Uni einen Unterricht über Weltreligionen. In diesem Unterricht hörte ich zum ersten Mal über den Islam. Unser Lehrer war katholisch und das Christentum hatte seine eigenen Ansichten über den Islam. Mir war jedoch bewusst, dass viele Fragen unbeantwortet blieben. Langsam wurde mir klar, dass ich zu dieser Zeit keine richtige Religion hatte. Wir waren an Vorurteile aus unserer Kindheit gebunden. Es war sehr schwierig für uns, sie loszuwerden. Ich habe lange Zeit versucht, mich von diesen Gedanken zu entfernen. Viele Menschen bevorzugen, lieber nicht nachzudenken und nicht zu analysieren und sich von diesen Gedanken fernzuhalten. Doch ich nicht. Ich dachte sehr viel nach und hatte Zweifel und beschloss, nachzuforschen.
Larissas Kindheit verging in Armut. Sie wuchs mit sehr begrenzten Möglichkeiten auf. Sie gab jedoch nicht auf und schloss die Schule mit großem Erfolg ab. Während sie studierte, war sie nebenbei auch berufstätig, um ihre Familie finanziell zu unterstützen.